Die nächsten 5 gelesenen Bücher sind nun dran. Auf geht's! Hallo liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich möchte euch heute in diesem Video meine nächsten 5 gelesenen Bücher präsentieren. Und zwar handelt es sich quasi um den letzten Bücherstapel aus dem letzten Jahr. Und ja, ich würde sagen, es handelt sich diesmal um eine sehr, ja, bunt gemischte Genre-Mischung, um es mal so zu sagen. Und ja, lasst euch überraschen, welche Bücher auf euch zukommen. Und ich sage, wir legen einfach bei dem los. Ersten Werk handelt es sich zum einen um ein doch relativ bekanntes Werk. Jedenfalls war es sehr populär an der Vergangenheit. Und zum anderen handelt es sich um ein Werk, womit die Autorin jedenfalls in ihrer Schreibe relativ unbekannt waren, waren. Und zwar handelt es sich um Quendys Wunschkasten von Stephen King und Richard Chizmar aus dem Heine Verlag. In diesem Werk lernen wir Quendy kennen, die ja an einem heißen Sommertag ja den sogenannten Wunschkasten übergeben bekommen hat von einem unbekannten Mann und ja, ihr Leben verläuft dann ja anders als gedacht und ja, wir setzen uns auch ein Stück weit ja mit dem Wunschkasten auseinander, was diese Wunschkasten für positive, aber auch negative Dinge bereithält. Ja, als Einstiegslektüre quasi in die Literatur von Stephen King, denke ich, kann man bei diesem Werk nicht viel falsch machen. Allerdings handelt es sich auch um ein Werk, was meiner Meinung nach ein paar Seiten mehr vertragen hätte und vor allen Dingen etwas Tiefgang. Und die Protagonisten hätte für mich auch ein wenig mehr Ecken und Kanten haben könnten, denn sie war mir doch zu positiv und zu glatt, um es mal so auszudrücken. Bei diesem Werk kann ich eigentlich nur sagen, ja, wer es nicht gelesen hat, der hat auch meiner Meinung nach nicht viel verpasst. Ansonsten war es eine ganz nette Lektüre. Bei dem nächsten gelesenen Buch handelt es sich um ein Buch, welches bei mir doch die ein oder andere Spur hinterlassen hat und es mich doch sehr geprägt hat als Lesende, wenn man das so sagen darf. Und zwar handelt es sich um das Werk Drachenläufer von Carlo Tosini aus dem Berliner Taschenbuchverlag. Und zwar begegnen wir hier dem Protagonisten Amir, wie er ja seine Kindheit in Afghanistan verbringt und dann aufgrund von ja politischen Veränderungen in Afghanistan sein Heimatland verlassen muss. Und wäre das nicht schon Grund genug, eine Geschichte zu erzählen, ja, erlebt Amir Situationen, eine Situation, die sein Leben komplett verändern wird und die ihn auch nicht mehr loslässt und die ihn auch immer begleiten wird. Ja, mir hat dieses Buch unglaublich gut gefallen. Wie ich schon zu Beginn gesagt habe, hat es bei mir doch die ein oder andere Spur hinterlassen und ich kann euch dieses Werk wirklich nur ans Herz legen. Greift danach und lasst zu, dass es auch bei euch die ein oder andere Spur hinterlässt. Genau, wer noch mehr zu diesem Buch erfahren möchte, beziehungsweise meine Meinung zu diesem Buch noch näher erfahren möchte, dem kann ich sehr gerne unten in der Infobox noch die dazugehörige Rezension. Ja, nach dem Drachenläufer war es für mich persönlich schon eine kleine Herausforderung, meine nächste Lektüre zu wählen, weil ich persönlich bin immer ein bisschen, ja, in der Hoffnung, dass meine nächste Lektüre genauso gut wird wie die vorhergehende und ich daher mich immer ein bisschen schwer entscheiden kann. Bei dem Durchstreifen meines Regals ist mir allerdings eine Autorin in den Blickwinkel gekommen, die ich doch durchaus sehr, sehr gerne lese. Und zwar handelt es sich hierbei um Margarete Edwards und zwar Unmoralische Ordnung. Hier begegnen wir Neil, die
ja ein mehr oder weniger zufriedenes Leben führt und ihr Leben wird uns in ja, verschiedenen Episoden erzählt. Das heißt, wir haben nicht ihr gesamtes Leben an einem Strang, wird uns präsentiert, sondern wir haben immer mal so Abschnitte und dabei können einige Jahre dazwischen liegen, aber auch nur einige Tage oder einige Stunden. Ja, sprachlich hat mich dieses Werk durchaus überzeugen können, aber ja, dieses episodenhafte Erzählen war, um ehrlich zu sein, nicht ganz mein Fall. Ich denke, dass es dem einen oder anderen doch durchaus gefallen kann, dieses episodische Erzählen, weil ich finde, dass Margaret Atwood in diesem Fall so auf das Alltagsgeschehen eines Lebens einen unheimlich guten Blick hat und das auch unheimlich gut rüberbringen kann. Also auch wenn mir das persönlich nicht so gut gefallen hat, diese Episoden zu, also dieses sprunghafte Lesen, also dieses Episodenlesen, kann ich dieses Werk durchaus also dennoch empfehlen. Aber wer wie ich nicht so auf Episoden steht, dem würde ich davon abraten. Aber ja, dem würde ich davon abraten. Die nächste Lektüre, die ich gelesen habe, zu dieser habe ich auch bereits eine Rezension verlinkt. Und wer meinen Kanal ein wenig verfolgt, wird sich wahrscheinlich jetzt auch denken, um welche Rezension es sich handelt. Nicht welche Rezension es sich handelt, sondern um welches Werk es sich handelt. Und zwar rede ich von Kommissar Le Floch und das Geheimnis der Weißmäntel von Jean-François Parot aus dem Blessing Verlag. Ja, hierbei handelt es sich um einen historischen Kriminalroman, welcher in Paris des 18. Jahrhunderts spielt. Wir begleiten hier den Kommissar, wie der Titel auch schon sagt, Nicolas Le Floch, wie er seinen allerersten Fall in Paris bestreiten muss. Mehr möchte ich an dieser Stelle auch nicht sagen. Mir hat der Roman als solider Auftakt einer Reihe gut gefallen. Ich finde, dass er noch viel, viel Potenzial hat und ich hoffe sehr, dass die anderen Bände ebenfalls herausgebracht werden. Im Französischen existieren nämlich hier bereits 13 Romane. Ich würde mich sehr freuen, wenn diese ebenfalls übersetzt werden, denn mein Französisch ist nicht das allerbeste. Ja, wer meine Meinung zu diesem Buch wissen möchte, kann in die entsprechende Buchbesprechung gerne hineinschauen und ich verlinke sie euch ebenfalls in der Infobox. Bei meiner letzten Lektüre des Jahres 2017 und um genau zu sein, habe ich dieses Buch am 30. Dezember angefangen und am 31. Dezember beendet, handelt es sich um ein sehr, sehr schmales Büchlein. Und wenn ich mich nicht recht entsinne, war es jetzt auch letztes Jahr, also im Dezember, auch ein wenig wieder besprochen worden, beziehungsweise hat ein wenig Aufschwung bekommen. Ich bin mir gar nicht so sicher, wodurch das geschehen ist, aber ich glaube aufgrund der Neuauflage. Aber nagelt mich nicht darauf fest, ganz sicher bin ich mir nicht. Und zwar handelt es sich um dieses schmale Büchlein Adressat Unbekannt von Cressman Taylor. Und zwar begegnen wir hier, beziehungsweise bekommen wir hier die Briefe von Max und Martin aufgezeigt. Max und Martin haben eine Freundschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika aufgebaut und haben auch ein gemeinsames Geschäft zusammen. Und irgendwann geht Martin in sein Heimatland zurück, in diesem Fall Deutschland. Während er halt in Deutschland ist, kommen die Nationalsozialisten an die Macht. Und ja, mit dieser politischen Veränderung verändert sich auch Martin. Weiter möchte ich auch gar nicht drauf eingehen, weil ich finde, dass diese Veränderung jeder Leser... Ich kann euch dieses Werk nur empfehlen, vielleicht auch als Einstieg in das Thema
der literarischen Aufarbeitung des Nationalsozialismus von mir gewesen sein. Das waren meine letzten 5 gelesenen Bücher aus dem Jahr 2017. Ich würde mich natürlich wie immer sehr gerne über einen Kommentar freuen und vor allen Dingen würde es mich interessieren, ob ihr eins der Werke bereits gelesen habt, ob ihr es kennt oder vielleicht sogar vorhabt, es zu lesen. Und natürlich würde mich ebenfalls eure Meinung zu den Büchern interessieren. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag noch und ja, ich hoffe bis bald. Bis dahin, tschüss!